Servus, moin moin und hallo zu einem weiteren Age of Empires Video. Heute will ich euch mal ein 3 gegen 3 zeigen, bei dem wir richtig, richtig, richtig hart verloren haben gegen eine super wirre Taktik, die ich bisher noch nicht kannte. Also wir spielen in letzter Zeit wirklich sehr viel Teamgames, 2 gegen 2, 3 gegen 3 auch. Aber da haben wir so hart verloren und das würde ich euch jetzt gerne kurz zeigen und dann ja, das Ganze mal besprechen, weil es irgendwie eine abgefahrene Taktik war. Also wir spielen, nur zur Info, ich spiele HRE, meine zwei Kumpels spielen einmal zu Chewie's Legacy und Japaner. Wir spielen im Teamgame eigentlich immer, ich gehe Fast Castle als HRE, sammle Reliquien und mache dann den Burggrafen, den Spam von meinem Guide-Video, das ich zu HRE gemacht habe, was ich eine sehr, sehr starke Build-Waterfall und 3 gegen 3 Teamgame finde, weil es sehr gut mit zu Chewie's Legacy funktioniert, mit diesem Chukunu-Spam sozusagen. Und Urtinata, unser Japaner-Spieler, geht eigentlich immer auf 2TC, damit er eine starke Eco hat und kommt dann mit richtig großer Armeemasse mit Samurais, Bugaishas und eventuell Siege immer mit dazu. Oder kann eben auch auf Reiter switchen, je nach Bedarf. Und das funktioniert ganz gut. Also wir spielen meistens so Diamant 2 bis Diamant 3 oder auch mit Diamant 1, je nachdem, wenn wir ein paar Spiele verlieren. Ja, und wir spielen in diesem Fall gegen zwei Engländer und einen Mongolen. Engländer, jetzt können wir schon wieder weitermachen. Engländer spielt eigentlich erstmal ganz standardmäßig. Waren 2 auf Gold, baut jetzt sein Ding und geht jetzt natürlich voll auf Holz. Das macht der andere Engländer genauso. Und der Mongole, das ist das Interessante, Mongole baut jetzt schon Ställe auf Minute Ding und baut keine Villager mehr wirklich und spammt einfach nur Späher erstmal. Das ist natürlich auf dieser Karte auch super schwer zu scouten, wie ich finde. Hier kommt halt für uns ein richtig guter Meditation Garden mit 3 Gold, das ist richtig stark. Auf alle Fälle, genau. Ich baue sowieso Türme zum Deffen in der Regel gegen Engländer wegen den Longbows. Genau, man scoutet halt, ja klar, er kommt mit Longbows, ist ja klar. Alles kein Thema, ich baue hier einen Turm, wir machen Longbows gar nichts dagegen und baue hier noch einen Turm gleich. Dann sind beide Eingänge eigentlich erstmal gut abgedefft. Jetzt scoute ich dann auch irgendwann, ich kann mal kurz auf verdeckte Karte gehen. Ich scoute jetzt hier rein. Sehe schon, ah ja, vom anderen Engländer, also die gehen definitiv auf mich. Ich habe das auch in der Gruppe gesagt, habe das hier gesehen. Habe auch hier schon gesehen, dass hier vom Mongolen, glaube ich, die Späher waren. Also wir wissen eigentlich, okay, ich werde angegriffen. Gut, hier ist natürlich auch schon gewollt gegen die Longbows. Und da wird eigentlich nur noch Armee gebaut. Weil der Call ist erfolgt, dass ich angegriffen werde von ganz vielen Longbows. Und jetzt hier sehe ich es nochmal, genau, hier jetzt habe ich alles gescoutet. Also wir wissen jetzt, was passiert. Es passieren ganz viele Späher, habe ich gesagt, und Longbows. So, jetzt können wir das Ganze nochmal beschleunigen. Und ich bin echt ein bisschen überfordert tatsächlich, wie wir das verteidigen hätten sollen. So, ups, ein bisschen zu schnell. Also, sie greifen jetzt an. Hab alles einkartiert. Ich schieße ein volles TC, ein voller Turm und nochmal ein voller Turm raus. Hier benutze ich jetzt gleich meine Fähigkeit, genauso hochrepariert wird. Also, sie können mich nicht mal überrollen. Das finde ich das, was eigentlich das Faszinierende in dem Game war. Dass ich eigentlich hier, mein Turm heilt sich eigentlich gegen sie, bekommen ihn erstmal nicht down. Ist Speer bekommt ja absurd viel Schaden von diesen ganzen und Longbows. Also, sie haben mir nichts, was tankt. So, sie brechen jetzt den Push wieder ab. Bekommen hier Schaden. Wir stehen hier kompakt in meinen Man at Arms. Und jetzt baue ich natürlich später gegen Link. Mein Kollege kommt auch schon mit seinem leichten Kraft rüber. Weil hier die Longbows jetzt erstmal nichts machen können. Jetzt kommen die Späher hier hinten rein. Aber er macht erstmal. Hier bekommen sie wieder Schaden, weil sie einen schlechten Ready-Punkt haben. Hier kommen die Späher rein. Wollen natürlich hier mein Produktionsgebäude einreißen. Funktioniert aber nicht, weil seine Späher sind eigentlich eh keinen Schaden machen können. So. Wir pumpen weiter Armee. Ja, hier wird er natürlich ein bisschen nerven. Ist alles kein Thema. Wir haben hier Man at Arms und leichte Kraft. Gehen hier drauf, Speer, sieht man ja, wie schnell die dann sterben. Hier steht auch mein TC jetzt wieder drauf. Also eigentlich würde ich sagen, hat man es doch jetzt schon gedefft so. Also wäre meine Vermutung gewesen. Genau, also hier, man sieht, wir haben bisher, ich habe eine Einheit verloren, haben schon 10 Einheiten getötet, mehr oder weniger. Also ist eigentlich nichts wirklich passiert. Aber gut, ich bin unter Edge, gut, bekomme jetzt keine Reliquien, das ist ja nicht so schlimm. Aber dann kommen sie jetzt mit Rammen und machen nochmal weiter. Gut, das gleiche Spiel von vorne, Turm. Kommt Schaden, wird wieder hochrepariert erstmal. Sie bekommen schon mal sehr viel Schaden, wir fighten hier halt. Und ich denke, das ist vielleicht der Fehler gewesen. Also jetzt kippt dann das Spiel sozusagen. Ich denke mir, hier den Fight vielleicht nicht nehmen, sondern hier schon mal wirklich die Villager evakuieren alle. Unsere Einheiten nicht nur in so einem geringen Count gegen hier kämpfen, gegen so viele Longbows. Aber wir bekommen halt eigentlich auch viel Schaden, denke ich. Deswegen dachte ich, es macht schon Sinn, hier zu fighten. Weil sie bekommen hier voll Schaden vom TC. Man sieht ja, die Späher sterben eigentlich alle so gut wie weg. Hier mein Ding ist immer noch am Leben. Gut, jetzt geht wieder natürlich. Ich kann ihn nochmal hoch. Jetzt stirbt er, okay, ist ja kein Thema. Aber man sieht, was die eigentlich an Einheiten verloren haben. Ich decke mal wieder die Karte komplett auf.
Es ist nicht, es sind nur Speer und Longbows, die könnten einen Rambock bisher. Also, klar, der Japaner also, hätte früher Unterstützung benötigt. Also haben wir hier die Reiter auch schon, wir sind auf Reiter gegangen, weil wir dachten, ja okay, es sind Speer und Longbows, da sind die Reiter perfekt. Ich glaube, das Problem war halt wirklich am Ende des Tages, dass wir mit zu wenigen Einheiten nur auf einmal gekämpft haben. Man sieht, wie lange die brauchen, um das TC down zu bekommen. Die verlieren in der Zwischenzeit eigentlich richtig, richtig viel Speer und alles. Also, das macht mich in diesem Spiel so... Also hier, die Longbows werden natürlich umgesniped vom TC. Aber der Mongole kann einfach, hat hier sich den Hirsch gesnackt und hat halt wirklich fast keine Villager gebaut. Er hat nur diese Villager hier eigentlich und holt sich halt nur Nahrung, dass er nur Speer bauen kann. Das ist halt irgendwie verrückt. Jetzt fange ich an zum Evakuieren, weil wir merken, okay, das Spiel kippt. Hier ziehe ich alles ab. Aber jetzt ist halt der Schaden schon gemacht. Aber sie halten sich eigentlich noch viel zu lange hier auf. Das können wir nochmal schneller machen. Hier evakuiere ich meine Speer und baue mich jetzt dann hier hinten nochmal auf. Aber dann ist es halt einfach schon anscheinend zu spät, weil es kommen halt immer mehr Longbows nach. Hier kommen wieder komplette Speer-Truppen nach. Reißen alles ein. Und gehen jetzt hier beim Tsuchi rein. Und ja, man sieht halt, irgendwann ist halt die Einheiten zu viel geworden. Vermutlich hätten wir einfach nicht zu früh fighten sollen. Ja, ich versuche mich hier nochmal aufzubauen mit TCs und allem drum und dran. Aber da sind wir auch, sind jetzt auch schon, man sieht ja diesen Amount, wie wir die Anzahl an Einheiten, die uns halt hier einfach komplett überrumpelt. Meine Frage an euch, was hätten wir alles machen sollen? Weil ich habe zwei defensive Türme über mein TC, man sieht ja, diese Festung ist mal so kompakt gebaut. Ich habe ja richtig lang gedefft und dagegen gehalten. An die Profis unter euch, was hätten wir besser machen können? Wirklich einfach gleich meine Basis aufgeben, alle Villager evakuieren und dann einfach quasi in einer anderen Basis mit noch mehr Einheiten, dass wir eine größere Einheitenarmee haben und dann erst kämpfen und nicht den Kampf zu früh nehmen, oder? Ja, das ist die Frage. Jetzt war ich halt dritte, weil ich dachte, ja, das ist eigentlich so mit Abstand das Stärkste, aber da ist halt der Schaden schon zu groß. Mittlerweile ist das Spiel schon gekippt. So, die reißen halt alles ein. Hier haben wir zwar Japaner mit starken, mit Tanky Samurais und ich ein paar Knights, aber man sieht halt bei diesem, bei so einer Anzahl an Longbows, die One-Shotten halt gefühlt auch meine Knights gleich weg. Ja, hier zack, 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 zack. Werden selbst die Knights komplett eingerissen und ja, dann geht das Spiel eigentlich zu Ende. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz in den Graphen am Ende an, als kommt die Sonne rein, blendet ein bisschen, ich schaue ein bisschen erleuchtet aus. In diesem Spiel war ich definitiv nicht erleuchtet. Hier, Zeitlinie, Dorfbewohner, der Mongole hat wirklich einfach keine Villager gebaut. Der hat nur Nahrung gesammelt und nur Speer gebaut. Man sieht ja hier, wir waren mit den Villagern weit, weit, weit vorne. Ich habe halt hier ein paar verloren, okay. Und dann später, aber wir waren eigentlich gut im Spiel, so. Lasst es mich gerne wissen, ich wollte euch diese Taktik mal zeigen. Also wie gesagt, als Mongole baut man keine Villager, es geht nur auf Nahrung, 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 Nahrung und baut halt Ställe dementsprechend, also noch ein Holz am Anfang zu Beginn, damit man Ställe bauen kann. Und Engländer spielt einfach ganz klassisch mit Abgehen, Longbow Spam und dann irgendwann Center Age gehen, sieht man ja hier. Und ja, also, ich hoffe, euch hat das gefallen, mal was vom Teamgame zu sehen. Ich kann auch gerne mal öfters ein paar Teamgame-Videos, Ausschnitte herzeigen, wo wir auch gut spielen und nicht gerade verlieren wie hier. Lasst es mich gerne wissen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.